die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Liebe, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal wieder durch den Tag mit. Heute ist Montag bei uns. Also bei uns klingt immer so, ja, weil heute halt bei uns Montag ist und wenn ihr den Vlog anschauen werdet, dann wird es ein anderer Wochentag sein. Boah, ist gerade ein Traktor vorbeigefahren. Voll der Rauch reingeballert. Das ist gut, dass da drin Rauch ist, jetzt kriege ich hier keine Luft. Boah, ey. Auf jeden Fall ging es mir am Wochenende leider nicht so gut. Ich hatte so Kreislaufprobleme. Oh Gott. Steht jetzt ein Nachbar mit seinem Traktor da. I can show you. Ja. Und er macht jetzt schön Lärm. Auf jeden Fall. Was wollte ich denn sagen? Ja, mir ging es am Wochenende leider nicht so gut. Kreislaufmäßig. Keine Ahnung, ich habe dann immer so niedrigen Blutdruck und so einen hohen Puls. Das setzt mir dann richtig zu, dann kann ich gar nichts machen. Heute geht es mir eigentlich ungefähr gleich. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich muss immer viel Luft holen. Und ja, ich finde, also der niedrige Blutdruck ist überhaupt nicht gefährlich fürs Baby. Umgekehrt wäre es schlimmer, also hoher Blutdruck wäre schlimmer. Aber der niedrige Blutdruck ist einfach echt anstrengend für die Frau, also für die Mutter. In dem Fall mich. Ist halt, ja. Schwanger bin ich leider nicht so voll leistungsfähig wie im Normalzustand. Deswegen kommen noch weniger Vlogs. Ich habe nicht leider die Power und die Kraft, so volles Programm zu leisten, wie ich es gerne wollen würde. Und spare meine Kräfte für andere Sachen. Keine Ahnung. Alltägliche Sachen. Ja, klingt so blöd, aber ist halt so. Ja, egal. Wir wollen jetzt nicht jammern. Ich muss heute putzen, auch wenn ich nicht so gerade in der die volle Power habe, aber ich möchte das Badezimmer so richtig gut putzen. Ich fange heute mal mit dem Badezimmer an und mal schauen, wie weit ich komme, weil am Donnerstag kommt mein Vater zu Besuch mit meiner Halbschwester und ja, kennt ihr das, wenn so Familienmitglieder vorbeikommen, dann putzt man so richtig, richtig, richtig gut. Keine Ahnung, vielleicht bin ich so, aber ich finde das dann halt immer so... Der Papa kommt und muss halt nicht ausschauen. Deswegen werde ich jetzt mal mit dem Badezimmer anfangen und mich so hoffentlich durch die Räume gut durcharbeiten. Die Kinder sind gerade mit dem Papa draußen. Die helfen, den Garten aufzuräumen. Also der Papa gräbt an seinem Loch da weiter. Wir müssen nämlich so zum Kanalschacht muss er einen Durchgang buddeln, weil... Da müssen ein Rohr irgendwie richtig verlegt werden, welches falsch verlegt ist. Und das macht er. Und die Kinder räumen halt so die ganzen Sachen, die Schwimmsachen weg, weil wir haben den Pool nämlich schon ausgelassen. Ja. Die Luise ist bei mir im Haus. Und ich laber jetzt nicht so viel und ich nehme euch gleich mit ins Badezimmer. Also, wie ihr seht, die Glaswand, die muss, Glaswand, diese Glasscheibe, die muss ein bisschen geputzt werden, da ist ein bisschen viel Kalk dran. Da möchte ich das ganze Gedöns auch wegräumen und ich möchte auch hier, schaut mal, Zahnputzflecken von den Mädels, so auf richtiger Höhe von denen oder auch von uns Erwachsenen. Ich möchte aber auch hier drin putzen, weil da sind immer so meine Haarprodukte drin und ja, irgendwie liegen da ein paar Haare rum und alles ist so quer durch Beet durcheinander geschmissen. Meine Schminksachen muss ich vielleicht auch mal wieder mal hier ein bisschen aufräumen. Und so, der Spiegel, der ist da auch so, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, da war ja mit Finger abdrücken und so. Ja, das muss gemacht werden, das mache ich jetzt gleich.
fertig mit, also ich bin jetzt fertig mit Putzen. Ich schaue wieder furchtbar aus. Und der Papa ist fertig mit Graben und jetzt misst er den Schrank aus, weil wir müssen, also wir werden uns so Rollos holen. Heißt das Rollos? Ja, sowas. Was? Das war, keine Ahnung, sowas ist Rollläden, oder? Ja. Markisen. Das fährt dann so aus, oder? Dann haben wir Schatten über dem Bett. Weil wir wollen den Schrank zumachen. Ja, es ist ein Meter. Aber wir brauchen so, ja, es kommt darauf an, wie die Befestigung ist. Ja, die Befestigung wird wahrscheinlich da oben sein. Dann werden wir die Schienen dort also oben anbringen. Von, also von der Außenseite bis zum Außenseite ist, ja, ein Meter. Okay, das heißt 2 Meter und von der Höhe her? 1 Meter, oder? Auch 1 Meter. Ja. Naja, von der Höhe her. Ich helfe deiner Schwester beim Anziehen. Es ist wurscht, also wurscht. Nein, wurscht nicht, muss ja bis nach unten, oder? Also bis unten geht nicht. Nein, nicht ganz unten, aber. Okay, beruhig dich. Ich bin ganz ruhig. Komm runter, Mann. Komm runter, Mann. Du, Michael, kannst. 1,80 Meter. Okay. Ich muss mich noch schnell umziehen. Ich habe heute geduscht und meine Haare schauen echt strubbelig aus. Gut, ich werde auf jeden Fall mich jetzt schnell noch umziehen, mir was für draußen anziehen und bis gleich. Ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe jetzt das eine Mom-Boss-Shirt gegen das andere ausgetauscht. Ich habe das rosane jetzt angehabt, zu Hause, einfach so. Und habe jetzt das angezogen. Übrigens, die Mom-Boss-Shirts, das ist von meinem Merch. Wenn ihr das auch mal anschauen wollt, was es alles gibt. Weil, schaut mal, wir haben auch echt coole, das werde ich euch mal genauer zeigen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Wir haben auch Rucksäcke und andere T-Shirts. Na? Schön, oder? Mit meinem Diamanten. Dann habe ich hier noch einen kurzen Hoodie, der gehört der Michelle. Und das ist meiner. So, da steht hier Mom Boss raufgesteckt. Und hier oben an der Kapuze ist noch das Logo. Das werde ich euch aber irgendwann einmal genauer zeigen. Bei mir ist jetzt momentan so ein Büro wie so eine reine, ja, so ein Lagerplatz. Überall sind Kartons mit Sachen. Hier unten auch, das sind die ganzen Schmucksachen. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da schaut mal, die ganzen Ketten und Ohrringe von uns, die ihr bei uns im Onlineshop alle kaufen könnt. Übrigens, der ist unten in der Infobox. Ja, und ich bin jetzt fertig angezogen. Bin voll aus der Puste. Und werde jetzt runtergehen zur Family. Wir fahren jetzt nämlich zum Ikea. So, meine Lieben, mittlerweile sind wir schon im Auto. Die ganze Family ist da. Ganz hinten. Der Patrick sieht man jetzt nicht. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall, wir fahren zum Ikea und wir gehen als erstes was essen, weil wir haben so einen Hunger. Deswegen fahren wir von zu Hause. Einfach auswärts zu essen. Nein. Aber hauptsächlich, misst bitte die Schränke ab. Naja, komm, wir haben ja doch gesagt, wir kaufen was. Und diese Kisten müssen wir auch kaufen. Nein, diese Kisten. Aber wir essen nicht Hotdogs. Oder das gibt es gar nicht mehr. Doch, ja, gibt's schon. Aber wir essen. Die gibt nur Semmel. Wir essen im Restaurant. Mit Butter. Ja, was? Hat immer bei uns alle eingeladen, oder was? Ja. War das eine Einladung? Ja. Weil wir alle fleißig gearbeitet haben. Ja. So, erstmal was richtiges, geiles Essen. Cool, ich habe noch nie was geschoben. So, nie was geschoben? Nein, das noch nicht. Ich habe 4 genommen. Ich denke schon, ja. Schau, Hafernuggets mit Kinder. Es gibt doch sogar vegetarisch. Was? Die Soße. Nein. Besteck müsst du nehmen, Schatzi. Besteck, ja, von wo? Das ist die normale. Zwei. Ja. Ja. Was mein? Hey, mein Essen ist noch da. Alle haben Köttbullar oder vegan oder vegane Köttbullar genommen und ich bin die Einzige mit einem Lachs. Lecker. Ja, das ist das. Mach doch. Und da reißt du kalt. Schatzi, bitte. Dein Wagen macht Geräusche. Was? Unser Wagen macht so komische Geräusche. Ja, ich habe ihn gefunden. Bitte schön. Dein Reifen macht. Hat deine Reifenplatten. Ja, das ist immer richtig. Oder? Aber nicht sowas.
sowas wie die Kinder unten haben, oder? Ja. Babe. Auf den Vorhang, ne? Vorhang? Nein, ich habe mir gedacht, sowas, oder? Ja, aber das ist so ein... Wie heißt das? Schiebegardine heißt das. Patti, kannst du denn die Luisa, die Lara rausheben? Michelle, wir wollen nicht so ein buntes Zeug. Da kann ich gleich die Klamotten lassen. Genau. Jetzt hängt ihr alle wie die Affen hier am Wagen. Ist das euer Ernst? Kann der Wagen umstürzen so? Ja. Ja, und die Lara kennt sie auch aus, die gleichen Nein-Spruch. Luisa, bist du ein kleiner Stritzi? Schau, dann gibt es auch, Schatzi, ja, Abbildungen, wie du, welche Form der Befestigungen. Oh mein Gott, wer hat das da hingeschrieben? Wir müssen so befestigen, Baby, oder? So. Weil das geht bei uns nicht. Nein, aber mein Problem ist, dass das viel breiter ist als unser... Schrecklich, ne? Warum hast du jetzt wieder deinen Mittelscheitel gemacht? Na, es war so unangenehm. Ich hätte den Mittelscheitel nicht. Bitte? Die Michelle hat den Mittelscheitel, ja. Ich habe das nur so auf die Seite gemacht, weil es schön ausgesehen hat. Schau sie an, die kleinen Ratten. Mit euch zum Ikea gehen ist richtig spaßig. An unseren Wagen hängen Affen. Zwei Affen, oder Lara? Ja, Schätzi? Ich hab nur Angst, dass die Kinder das kaputt machen. Achso. Naja, wenn die Luisa mal da dran zieht, habe ich so Angst, dass das dann Arsch. Oder der Beef einen Wutanfall kriegt. Naja, wie oft kriegt der Beef einen Wutanfall? Nie. Wir sind fertig bei Ikea und wir gehen gleich nach Hause. Die Mama ist ein bisschen schüchtern, oder Mama? Nein, brauchen wir nicht. Mama, bist du schüchtern? Du bist schüchtern? Du? Ja. Geh mal. Kannst du zeigen, was wir gekauft haben? Nein, nein, nein. Also, wir haben für... Mama! Ja? Drück bitte nochmal. Nein, Mama. Hier. Ich rede im Notfall 5 Sekunden. Da meldet sich eh keiner. Und wenn, dann sind die frech. Da muss ich schon mal Erfahrung gemacht. Die Mama mag dann Ikea holen. Ja. Wie heißt das? Gardinen. Ja, Gardinen. Keine Ahnung. Für den Schrank. Und dann hat der Papa noch Kombi da. Versteht. Für jedes der Kinder Boxen gekauft. Da will er Erinnerungen rein. Schauen wir mal. Ob das machen. Und? Veganen Bällchen. Lara! Lara! Ich glaube schon, ja. Hey, mein Dino! Hast du das in Box, ja? 100 Euro. Hast du Angst, Lisa? Wir sind wieder back home. Und Lisa liegt hier. Was hast du? Der Papa braucht das, gell? Nicht verlieren, ja? Was braucht der Nächsten Papa? Der Papa braucht es. Und der Papa montiert jetzt gleich unsere, was wir da gekauft haben. Wie ist der Name dafür? Skogsklöver. Skogsklöver. Es ist nicht ungarisches Produkt, nein. Wie ihr sehen könnt, hängen jetzt diese Rolldinger da, ich weiß nicht, wie die heißen. Markisen, nein, nicht Markisen, Gardinen. Ja, aber man kann sie nicht so gut anbringen, weil sie ein bisschen knapp ist mit dem Bemessen. Und deswegen ist da ein bisschen offen. Das schaut jetzt doof aus. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich sowas überlegen, so ein Brett oder so. Mal schauen. Aber ich denke, dass das schon auf jeden Fall mal besser ausschaut als vorher. Noch weißer wäre cooler gewesen, aber ich sag mal so, immerhin noch besser als ganz vorher. Man hat jetzt nicht mehr so das Gefühl, als würde man im Schrank schlafen. Also zumindest ist der Papa nicht mehr. Ja. Und müssen wir auch noch auf jeden Fall ein bisschen korrigieren. Wir essen jetzt noch was Kleines zu Abendbrot. Und
zeige euch gleich, was wir essen. Also, hier essen wir hier Schokoknödel und der Baba und der Patrick essen. Wie heißt das? Vegane Köttbullar. Wer hat das aufgeschnitten? Sicher du, oder? Nein. Immer auf meinem Platz. Und schmeckt euch mit dem mexikanischen Gemüse? Sehr lecker. Oh mein Kreuz, so weh. So, bitte essen, Luisa. Mahlzeit. Luisa, halbet das. Ich heiß, heiß. Ich bin mal halt in die Bahn. So, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden, bringe jetzt eine Kamera ins Büro und werde mich da gleich hinlegen. Mir geht es leider nicht so gut, mir ist immer ein bisschen schlecht am Abend. Und ich werde mich jetzt, wie gesagt, vom Vlog verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Ich bin am Abend meistens immer so schnell einfach nur liegen. Boah, mir geht es gerade wirklich so. Ich kann es mir voll nicht erklären. Es ist so, mein Herz pochert so stark. Ich habe so einen starken Puls. Und muss mich einfach nur hinlegen. Deswegen, bis morgen. Tschüss.